Willkommen bei Portfolio Live, der Plattform für einfaches, aber erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Marc Fiebern und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Anlagestrategie von Rob Arnott. In der heutigen Folge wollen wir uns mit der Anlagestrategie von Rob Arnott beschäftigen. Rob Arnott ist ein wahrer Denker und Schreiber in der gesamten Finanzindustrie. So hat er über 200 Artikel veröffentlicht und sich sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie man jenseits der marktgewichteten, der kapitalgewichteten Allokation andere Allokationsmöglichkeiten hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere kurze Darstellung der alternativen Gewichtung von Research Affiliates, der Firma, die Rob Arnott gegründet hat, zu dem Video, warum man nicht in einen globalen Weltindex investieren sollte. Neben den Themen, wie man jetzt mit Smart Beta, andere Indexierung, fundamentale Indexierungsgewichtungen für die Anlage nutzen könnte, hat Rob Arnott aber auch eine Portfoliostrategie entwickelt, die er für Privatanleger empfiehlt. Wie sieht die nun aus? Auf der ersten Ebene unseres Portfoliomodells würde Rob Arnott 20% in Aktien investieren, 60%, den größten Anteil von allen bisher dargestellten Portfolios, in Anleihen, 10% in Rohstoffe und 10% in Immobilien, die er über REITs abdecken würde. Schauen wir uns nur auf der zweiten Ebene zuerst mal die Aktien an. Von den 20% in Aktien würde er 10% in amerikanische Large Caps, die großen Blue Chips in Amerika, investieren und 10% breit gestreut in internationale Aktien. Spannender bei Rob Arnott sind die 60%, die er hier in Renten, also in den US-Bondmarkt, investieren würde. Wie macht er das? Einen relativ großen Anteil würde er mit 20% in den Corporate-Bondmarkt investieren. So kriegt er etwas mehr Rendite als bei den Staatsanleihen, natürlich auch ein bisschen mehr Risiko. Vielleicht kann man hier die Corporate-Bonds aber als ein Zwischending zwischen Renten und Aktieninvestment verstehen. Und so gibt er etwas mehr Rendite in das Portfolio rein. Das zieht sich auch weiter durch. Er würde nämlich ganze 10% in 30-jährige, also langlaufende US-Anleihen investieren und 20% in 10-jährige. Um noch ein bisschen Zinsänderungsrisiko hier herauszunehmen, würde er 10% in inflationsgeschützte Anleihen investieren, in die sogenannten TTIPs. Die Rohstoffe mit 10% wird er breit marktabdeckend investieren und, wie schon angekündigt, 10% in Immobilien, die er über Immobilienaktien, die sogenannten REITs, abdecken würde. Schauen wir uns mal an, wie das Portfolio sich entwickelt hat. Matt Faber hat auch das Portfolio von Rob Arnott untersucht in der Vergangenheit von 1973 bis 2013, 40 Jahre. Wie stellt es sich dar? Nun, die Performance liegt im Schnitt über die 40 Jahre bei 9,5% pro Jahr. Damit natürlich etwas unter den Aktien, die bei 10,2% liegen. Das ist nicht erstaunlich, da er doch einen sehr hohen Anteil an Anleihen oder Renten im Portfolio hat. Entsprechend geringer ist auch die Volatilität, also das Risiko des Portfolios, das bei 7,2% liegt, im Vergleich zu Aktien in demselben Zeitraum bei 15,6%. Allerdings hat Rob Arnott bei den Anleihen nicht Staatsanleihen genommen, sondern die Unternehmensanleihen, was dazu führt, dass 2008 auch diese an Wert deutlich verlieren. Der Maximalverlust ist deutlich geringer als bei Aktien, die bei Aktien sind bei -51%, bei Rob Arnott aber immerhin auch noch -27%. Das heißt, -27% hätte ein Investor zwischenzeitlich an Wert verlieren können. Wie bewerten wir nun dieses Portfolio? Wir haben drei Punkte. Der erste Punkt, wie bei fast allen Sachen, die wir hier vorgestellt haben, die nun mal aus amerikanischer Feder kamen, haben wir eine große Abhängigkeit vom US-Dollar. Für einen europäischen oder einen deutschen Anleger müssten hier entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Zweitens ist es eins der breitesten diversifizierten Portfolios, was insbesondere im Rentenbereich auch die verschiedenen Unterklassen der Renten berücksichtigt und hier innerhalb des Portfolios diversifiziert. Drittens ist diese hohe Abhängigkeit der Renten aber auch ein Kritikpunkt, weil mit 60% der Renten hat man zwar in den letzten 10, 20 Jahren extrem von den sinkenden Zinsniveau profitiert. Das heißt, durch die sinkenden Zinsen sind die Rentenkurse gestiegen, was natürlich die Performance treibt. Auf der anderen Seite sind aber die Zeiten der sinkenden Zinsen
vielleicht nicht abzusehen, wann es zu Ende ist, aber zumindest begrenzt. In den nächsten 30 Jahren werden wir nicht die gleiche Entwicklung auf den Rentenmärkten sehen. Das heißt, hier ist durchaus zu hinterfragen, ob man auch in Zukunft 60% in Renten investieren möchte. Wir hoffen, die heutige Folge über das Portfolio von Rob Arnott hat Ihnen gefallen. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.portfoliolive.de und melden sich für unseren Newsletter an, dann verpassen Sie keine der zukünftigen Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen allzeit erfolgreiches und einfaches Investieren und denken Sie immer dran, Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für den Inhalt übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.